Willkommen zurück bei 2D Zocken. Es geht weiter mit unserem unfassbar spannenden Let's Play zu Zelda Link's Awakening. Es geht weiter. Wir haben in der letzten Folge der Oma den Besen getauscht. Jetzt können wir endlich wieder, beziehungsweise sie kann endlich wieder Gras fegen. Wer möchte das nicht? Ja, wo sind wir? Kleine Zusammenfassung. Wir haben 3 von 5 Schlüsseln. Wir haben die Neptunharfe. Uns fehlen noch ein paar Musikanten, Stadel, Instrumente heißen die Dinger. Und wir haben letztes Mal einen Angelhaken von Oma Jaja gegen den Besen getauscht. Und ich glaube, man angelt an der Bucht. Deswegen würde ich da mal ganz kurz hin. Ganz kurz, was ich jetzt heute wahrscheinlich vorhabe, ist auf jeden Fall, ich möchte einmal kurz zum Muschelbassar, möchte ganz kurz an den Strand gehen, einmal in die Höhle und einmal in das Haus, ob die irgendwie einen Angelhaken gebrauchen können. Und dann würde ich tatsächlich auch gerne in die Zwergenbucht dann, weil da geht es dann auch weiter auf unserer Reise, ganz offiziell. Da müssen wir tauchen, denn wir haben, wie ihr hier seht, auch seit ein paar Folgen die Schwimmflossen. Eieiei. Viel geredet. Hier schlägt's an. Mein Muschelradar bedeutet, hier macht Sinn, sich ein bisschen näher umzuschauen. Ja, es zeigt halt nur, dass es in der Nähe ist, ne? So ein Freifahrtschein für... Ich hab jetzt alle Muscheln, ist es nicht, ne? Könnten das sein? Ich hau mal alle Bäume an. Ah, jupp, sehr gut. Ah, bin mal gespannt, ob wir oder wie viele Muscheln wir finden können. Mich würde es ja freuen, wenn wir ein paar zusammenkriegen. Wenn es dann tatsächlich das Master-Schwert dafür gibt, so wie es angeteasert wurde. Okay. Hier schaut es tatsächlich noch nicht danach aus. Ich dachte ja nur, weil man am Strand halt angelt, ne? Aber mit dem haben wir ja schon getauscht. Ha, Floßverleih. Könnten wir tatsächlich mal machen. Scheint wieder so ein neues Minispiel zu sein. Aber jetzt können wir direkt in die Zwergenbucht reinlaufen. Müssen nicht mal teleportieren. Huibus Haus. Alle, oh. Alle ob, wollte ich sagen. So. Aber jetzt würde ich ganz ehrlich doch kurz an dem Teleport kurz zum Muschelbassar und schauen, auf welchem Weg wir sind. Ob das alles so halbwegs läuft, wie wir uns das hier vorstellen. Ich sollte mich nicht so lange mit denen aufhalten. Das bringt da eh nichts. Ja. Ist doch wieder ein Drittel. Ist doch gut. Gut, vielleicht ein bisschen zu früh nachzugucken, aber sieht man irgendwo die Gesamt-19. Wahrscheinlich bei 25 wieder? Weiß nicht. So viel? Weiß ich nicht. Okay. Ja, jetzt müssen wir hier... Ja. Ja, oder? Ja. Tauchen gehen. Tauchgang. Mit Link.
So. Da, des Herzteils, seht ihr das? Hole ich mir gleich. Und dann schauen wir hier mal weiter. Der U hat ja gemeint, wir müssen hier an einer ganz speziellen Stelle tauchen. Deswegen Augen ein wenig offen halten, ist jetzt hier angesagt. Oh. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Da kam halt Blubber, also Luftblasen hoch. Und da dachte ich, richtig gedacht. Hui, kommen wir ohne Schlüssel rein in die Höhle? Tatsache. Muss aber auch fast so sein, weil uns fehlen noch 1, 2, 3, 4 Instrumente. Aber wir haben nur 3, wir haben schon 3 von 5 Schlüsseln. Also nur noch 2 Schlüssel, 2 Dungeons. Und da müssten 2 natürlich dann ohne Schlüssel erreichbar sein. Wenn man so drüber nachdenkt, macht Sinn. Oder besser gesagt, ergibt es Sinn. Ja, ja. Ich weiß, tut nicht Not. Das Klugscheißen immer. Vielleicht kriegt man hier ja... Ich bin jetzt mal gespannt, welches Item kriegen wir hier denn? Vielleicht ja der Enterhaken. Das wird mir ja gefallen. Bin mir nämlich nicht mal mehr sicher, ob es den Enterhaken hier überhaupt... Also in dem Spiel überhaupt gibt. Ich weiß es tatsächlich einfach nicht mehr. Das ist einfach viel zu lange her. Und ja, Eisstab finde ich auch schon ganz cool. Ich bin mir fast sicher, dass es hier einen Enterhaken gibt, um eben solche Strecken zu überbrücken. Okay. Ist ja verdächtig, ne? Leg mal eine Bombe hin. Das ist nur... Weil hier halt das... Naja, alles gut, okay. Ja, Kompass. Du hast den Kompass erhalten und kannst du sehen, wo sich der Endboss und Truhen befinden. Außerdem zeigt dir der... akustisch. Hess. Ist auch ein schweres Fremdwort. Signal an, wenn ein Schlüssel in der Nähe ist. Idiotenmeerschweinchen, ne? Also sowas. Haut ab! So. Man kann alles mit genug Bombengewalt lösen. Das ist gar kein Problem. Das ist ja verflixt. Naja, geh doch. Schön. Hau ab, Skeletti. So, ich denke, hier muss ich die ganzen Kristalle kaputt machen, um eben die Steine ineinander zu schieben. Dann gibt es bestimmt auch was in dem... In dem Raum hier. Los geht's. Das sind die Folge jetzt gleich schon. Ich dachte jetzt erst wieder, ich muss erst wieder langwierigen Schlüssel suchen. Muss gar nicht in den Eingang kommen. Vom Dungeon. Dass wir jetzt schon im nächsten Dungeon sind, finde ich tatsächlich gut. Ach, die kann man auch zerhauen. Meine Güte, stelle ich mich an. Willst du mir sagen, es bringt gar nichts? Ach komm. Ach komm. Ich dachte schon. Naja. Naja. Okay. Reihenfolge, oder? Ja.
weiß nicht, was zu tun ist. Ich bin zu doof für das Spiel anscheinend. Boah, ist aber auch ein großes Dungeon. Schaut mal. Okay. Ja, eine Bombe wollte ich jetzt eigentlich. Ich wollte eigentlich graben. Auch wenn ich da nicht glaube, dass da irgendwas ist. Mhm. Ja, was muss ich denn hier machen? Hier ist ein Schlüssel, sagt der Kompass. Ja, ja, okay, klar. Weil ich wahrscheinlich die Teile hier zusammenschieben muss. Muss ich von unten nach oben schieben? Das ging ja gerade nicht. Nee. Ah, ich muss die vielleicht zum Viereck, dass es schön symmetrisch ist. Okay. Ah, okay. Okay. Hier ist immer noch nichts. Meinetwegen. Wo war denn jetzt schon eine Silbertür? Haben wir schon eine gesehen? Ah, schaut mal, hier sind Treppen hoch. Na gut, natürlich auch dafür, wenn man failt. Ich hoffe jetzt einfach, die sind da, weil man eh zurück muss. Ah ja, hier oben. Sehr, sehr gut. So. So, ich bin gerade mal ein bisschen ruhiger. Um die hier zu besiegen. Zehn Bomben, soll man jetzt irgendwas sagen? Vielleicht nicht, ne? Okay, Raum gelöst. Aber ich bin mir fast sicher, da der Kompass nicht angeschlagen hat, dass es hier keinen Silberschlüssel gibt. Ja, der Eulenschnabel. Wenigstens das, dann können wir uns hier hoffentlich sinnvolle Tipps abholen. Pfeile? Kann ich mit Pfeilen auf die... Oh. Naja, mäßig gut funktioniert. Oh. Also das ist doch, das ist regelrecht unfair. Einfach durchgestorben. Auch nicht die coole Art, ne? Naja. Leute, was denn das für ein Dungeon? Das wird ja langsam richtig... Das wird ja langsam richtig knackig. Muss ich die töten hier drüben? Nee, oder? So, einen habe ich. Ah, das wird doch nicht jetzt die Lösung sein. Wenn ich so verballer, ja sowieso nicht, ne? Ein Pfeil noch. Das wird nix. Ah!
Okay, okay. Ey, es wird echt happig. Nein. Ah, das könnte doch die Lösung sein, oder? Hallo, Fee? Fee? Danke. Puh. Okay, es war tatsächlich die Lösung. Okay. Kann man das Ding hier kaputt schlagen? Freunde, Freunde, Freunde. Da habe ich mir jetzt aber was eingeheimst mit dem Spielchen hier, ha? Also mein... Ein viel jüngeres Ich hat es da geschafft, ja? Und ich struggle hier ohne Ende. Ich bin sehr verwirrt. Aber hey, ein bisschen Kopfzerbrechen, ein bisschen Rätsel schadet jetzt natürlich dem Spiel nicht, klar. Es ist nur ungewohnt. Oder ich bin heute ungewohnt schlecht. Das ist natürlich die wahrscheinlichere Lösung. Ich spüre die Energie, keine Sorge. Okay, tot. Na ja, das war jetzt natürlich nicht... Ach so, ich habe ja den Balzahn. Wusste ich. Wusste ich noch. Klar. Okay. Ah, hier geht's noch nach oben. Hilfe! Alter, ich habe jetzt ja nicht so viele Möglichkeiten in dem Dungeon, deswegen hoffe ich, dass Skelett nicht mit dem Schwert bezwingt, setze Bombe ein. Okay. Boss. Hilfe. Der springt immer auf mich, ne? Ja. Boom. Ach komm. Sag mal, ganz schön flink.
Ah, ich muss dir das anhauen und dann anbomben. Na gut. Das ist auch hart, ne? Man braucht hierzu tatsächlich Bomben, ne? Also wenn man jetzt keine hat, ist man ein bisschen aufgeschmissen, oder? Sehe ich das richtig? Boom. Ach komm, ich werde jetzt wohl hier nicht sterben. Bitte nicht. Bitte nein. Liebes Spiel, sei lieb. Und boom. Ja, also. Ah, du bist stärker als ich, aber ich komme wieder. Gut, ja. Freunde, mit dem spektakulären Kampf gegen das Skelett verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sind im Fischmaul, wir haben einiges erreicht. Aber eine Folge ist halt immer nur so lange, wie eine Folge ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Habt Spaß, macht was Lustiges, spielt ein bisschen Zelda. Kann ich nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.